Gestern am Karfreitag haben wir Jesu Leiden und Sterben im Gottesdienst gedacht. Im Mittelpunkt stand sein Kreuz. Und ich frage mich, wie muss ein Mensch sein, der sein Leben für andere hingibt? Wie viel Liebe, wie viel Demut, wie viel Mut hat jemand in sich, der das tun kann? Das Kreuz mit dem Kreuz. Sie kennen vielleicht die Geschichte von dem Mann, der sich bei Gott beschwert, dass sein Kreuz, das er trägt, so groß, schwer und viel zu sperrig ist. Er möchte dieses Kreuz nicht mehr tragen. Und Gott bietet ihm an, komm mit mir, ich zeige dir einen großen Raum. Dort sind viele Kreuze. Dort kannst du dir ein neues aussuchen. Eins, das vielleicht besser zu dir passt. Die beiden gehen in den Raum. Dort stehen so viele Kreuze, wie es Menschen auf dieser Welt gibt. Und der Mann geht von einem zum anderen. Er schaut sich dieses und jenes Kreuz an. Dann sieht er ein ganz schmales, ein ganz leichtes. Er hebt es an und befindet es für gut. Dann schaut er in die Höhe und sieht, dieses Kreuz ist ja viel zu hoch, das passt ja durch keine Tür. Er geht weiter und sieht auf der Erde liegend ein ganz kleines Kreuz. Oh, denkt er, das passt ja gut in meine Hosentasche, das sieht niemand und es wird niemand merken, dass ich ein Kreuz zu tragen habe. Er will es aufheben und merkt, es ist fürchterlich schwer, so schwer wie Blei. Er sucht weiter. In einer Ecke des Raumes findet er ein Kreuz, wo er denkt, oh, das passt gut zu mir. Er geht hin, schaut es an, berührt es und sagt, oh ja, das passt zu mir. Gott schaut ihn an und sagt, du hast dir jetzt dein eigenes Kreuz ausgesucht. So viel zu dieser Geschichte. Wie ist das mit unseren eigenen Kreuzen, die wir tragen? Jeder hat sein Kreuz zu tragen, im Alltag, im Leben. Und jeder denkt, ich trage das schwerste Kreuz. Aber Kreuze kann man nicht bewerten und Kreuze kann man auch nicht umtauschen. Sie sind vom Umtausch ausgeschlossen. Es ist wichtig, dass es mir gelingt, mein Kreuz jeden Tag neu anzunehmen und es zu tragen. Ich muss es in meinen Alltag und ich muss es in meinem Leben integrieren können. Und es muss mir gelingen, dass andere mir beim Tragen helfen. Auch ich muss das Kreuz der anderen respektieren. Ich muss es annehmen und würdigen. Und ich muss denen, die vielleicht schon unter ihrem Kreuz zusammengebrochen sind, aufhelfen, ihnen die Hand geben und sagen, ich bin bei dir. Und ich bleibe hier. Das ist eine Haltung, eine ganz christliche Haltung, so wie Jesus für uns sein Kreuz getragen hat. Und ich wünsche uns und Ihnen für das kommende Osterfest, dass Sie Ja sagen können zu Ihrem Kreuz, dass dieses Kreuz nicht nur das Zeichen des Todes ist, sondern auch der Auferstehung, dass es zu einem Pluszeichen in Ihrem Leben wird, und so mehr Hoffnung hat als Dunkelheit. Dies wünsche ich für uns und für alle Menschen, denen Sie begegnen. Ein gesegnetes und frohes Osterfest.